Zeiten der Stagnation, seien sie durch Trägheit oder durch Gewaltherrschaft entstanden, kann kein Leben entstehen. Leben ist Unruhe, die durch exzentrische Einzelpersonen ausgelöst wird. Um diesem Leben zu entsprechen, muss die Gesellschaft Risiken eingehen, ja sogar ein gewisses Maß an Regelverstößen akzeptieren. Wenn die Gesellschaft leben will, muss sie gefährlich leben. Anarchismus ist Freiheit, ist die offene Tür, die ins Unendliche führt. Das Tor zu Freiheit und Wohlstand der Menschheit. Ich erwachte vom Sirenengeheul der Fabriken. Ganz Barcelona schien wie ein einziges Herz zu schlagen. So was erlebt man höchstens einmal in 100 Jahren. Das hat mein Leben geprägt und seitdem lebe ich mit diesem Gefühl. Die wahre Revolution fand am 19. Juli statt. Das Volk verteidigte sich spontan gegen das Militär und zum ersten und einzigen Mal siegte das Volk über die Soldaten. Wir sind mit der Armee fertig geworden, verkündete García Oliver am 20. Juli. Wir hatten etwas erreicht, was noch niemals vorher gelungen war. Es war ein großartiges Gefühl, denn wir dachten, die soziale Revolution hätte nicht nur in Spanien gesiegt, sondern in der ganzen Welt. Fue spontáneo. El pueblo se encontró dueño de su destino. Alles geschah ganz spontan. Das Volk hielt sein Schicksal in den Händen und übte seine Macht aus. Die Hoffnungen, von denen wir so lange geträumt hatten, wurden wahr. Wir haben einfach die Gelegenheit beim Schopf ergriffen. Se acepta, se lleva a cabo y se acabó. La libertad y el universo mi Dios. Jedes Jahr erinnern die Anarchisten, Hauptakteure der Revolution während des Spanischen Bürgerkriegs 1936 bis 39, an jenen Sommer, der ihr Leben für immer verändert hat. Spanien 1936, da waren wir noch etwas jünger. Ein Volk ohne Geschichte ist kein Volk, sondern ein Nichts. Das zu begreifen, nimmt einen schon mit. Sie haben alles versucht, um die Revolution schlecht zu machen, sie totzuschweigen. Bis vor wenigen Jahren gab es nicht ein einziges Buch über die wahren Hintergründe der Revolution. Ich bin Maurer. Wenn ich ein Haus baue, fange ich mit dem Fundament an. Alles im Leben hat einen Anfang, ein Fundament. Und darauf muss man aufbauen. Die Leute müssen wissen, warum wir gegen den Faschismus gekämpft und ihn besiegt haben. Welche Ideen wir vertreten haben. Und warum sich die Bevölkerung mit unseren Ideen identifiziert hat. Nos defendimos contra el fascismo. ¿Por qué vencimos al fascismo? Y qué eran las ideas que nosotros preconizábamos y que el pueblo se sintió identificado con ellas. Die Lebensbedingungen, unter denen ein Großteil der spanischen Bevölkerung 1930 lebt, haben sich seit Beginn der industriellen Revolution vor 100 Jahren nur unwesentlich geändert. Analphabetismus und soziale Ungerechtigkeit bleiben bestehen, ohne dass der Staat, die Kirche oder das Bürgertum Abhilfe schaffen. Die Ideen des Anarchismus, der wie eine sozialistische Utopie zur Bekämpfung sozialer Ungerechtigkeit erscheint, haben seit 100 Jahren die benachteiligten Klassen durchdrungen.
Die revolutionären Theorien von Kropotkin und Bakunin finden vor allem in Andalusien und Katalonien Anhänger. 1840 entsteht in Barcelona die erste Arbeiterorganisation. 30 Jahre später ist sie ein Vorbild für das restliche Europa. Nach der Spaltung der ersten Internationalen siegen in Spanien die antiautoritären Ideen von Bakunin über die autoritären Theorien von Marx. Es funktioniert nur, wenn alles frei ist. Das ist der wesentliche Unterschied zwischen dem antiautoritären Bakunin und dem autoritären Marx. Fermín Salvochea ist einer der einflussreichsten Anarchisten in Andalusien, wo der Landbevölkerung eine Bourgeoisie von Großgrundbesitzern gegenübersteht, deren riesige Ländereien brach liegen. Eine Handvoll Kaziken, Bonzen, die die Politik manipulierten, besaßen riesige Ländereien. Den Arbeitern gaben sie nur für 2 oder 3 Monate Arbeit. Das restliche Jahr herrschte fast totale Arbeitslosigkeit. Den Menschen ging es sehr schlecht. Mit dem Ruf, es lebe die Anarchie, stürmen 4000 hungerleidende Bauern die Geschäfte von Jerez. Um die anarchistischen Gruppierungen, die in Andalusien immer mehr an Einfluss gewinnen, ein für alle Mal auszulöschen, erfindet die Regierung eine verschwörerische Organisation, La Mano Negra, die Schwarze Hand. Verdächtige Personen werden umgebracht oder ins Gefängnis gesteckt, weil sie angeblich Mitglieder dieser real nicht existierenden Organisation sind. Einer der Verfolgten ist Sanchez Rosa, Autor verschiedener Bücher, die den Arbeitern zeigen, wie sie sich im Klassenkampf verteidigen können. Der Konflikt zwischen Unternehmern und Arbeitern verschärft sich, als einzelne Anarchisten blutige Anschläge verüben. Barcelona wird in Europa als die Feuerrose bekannt und die Festung auf dem Montjuïc erlangt traurige Berühmtheit durch Erschießungen und die Inhaftierung zahlloser militanter Mitglieder der Arbeiterorganisationen. Anarchismus wird immer mit Waffengewalt gleichgesetzt. Wir mussten zwar Waffen einsetzen, aber unser oberstes Prinzip, um eine neue Welt zu schaffen, war immer die Sensibilisierung der Menschen durch kulturelle Arbeit. Die Anarchisten glauben, dass das Volk zunächst ein revolutionäres Bewusstsein erlangen muss, um die Realität zu erkennen und sie dann zu verändern. Wir hatten einen ungeheuren Wissensdrang, aber nicht die Möglichkeit zu lernen. Darum gab es so viele Zeitschriften und Broschüren in der spanischen Anarchistenbewegung. Jeder Ort hatte seine Zeitung oder sein Mitteilungsblatt. Jeder versuchte, sich zu bilden. Das ist das Erstaunliche, was kaum einer versteht. Soledad Gustavo und Juan Monsen, genannt Federico Urales, gründen Ende des 19. Jahrhunderts die Zeitschriften Tierra y Libertad und La Revista Blanca. La Revista Blanca erreicht eine Auflage von 12.000. Der französische Anarchist Proudhon stellt sein Föderalismuskonzept vor, das später von den spanischen Anarchisten aufgegriffen wird. Anselmo Lorenzo unterbreitet in seinem Werk El Proletariado Militante, Erinnerungen eines Internationalen, revolutionäre Theorien zur Befreiung der Arbeiterklasse. Die zukünftige Gesellschaft soll auf Freiheit und Solidarität aufbauen und ohne jegliche Autorität auskommen. Der Anarchismus ist nicht bloß eine Theorie, eine Philosophie oder ein Programm. Er ist eine Lebensform. Una forma de vivir. Die Anarchisten richten kostenlose Schulen ein, die Bildung für alle ermöglichen. 1902 gründet Francisco Ferrer Guardia die moderne Schule, die auf den Grundsätzen des Rationalismus aufbaut. Seine Lehre basiert auf der physischen, intellektuellen und moralischen Achtung vor dem Kind. Francisco Ferrer Guardia
Ferrer Guardia reagierte damit auf den Obskurantismus, den Verdummungseifer der katholischen Erziehung. Als Anarchist und Anhänger von Descartes wollte er seine Schule zu einer Bildungsschmiede machen, die vor allem auf Verstand und Logik aufbaute. Aus diesem Grunde erteilte er auch Kapitalismus, Politik und jegliche Art von Macht eine Absage. Sie gaben erst Ruhe, als sie Ferrer Guardia hingerichtet hatten. Der Grund für seine Erschießung war die angebliche Teilnahme am Soldatenaufstand von Barcelona im Jahr 1909. Die Soldaten wollten sich nicht nach Afrika einschiffen lassen, wo einige Militärs, inklusive des Königs, aus Lust und Laune Krieg führten. Ferrer hatte allerdings nichts damit zu tun. Er war nicht einmal in Barcelona. Aus dem lokalen Gewerkschaftsverband Solidaridad Obrera entsteht 1910 die CNT, der Nationale Arbeiterbund. Ziel ist die Vereinigung des spanischen Proletariats in einer anarcho-syndikalistischen Gewerkschaft, die allen Arbeitern offen steht. Anders als die politischen Parteien akzeptiert die CNT Streik, Sabotage und Boykott als Kampfmittel. In den folgenden 20 Jahren entwickelt sich die CNT zur effizientesten gewerkschaftlichen Bewegung des modernen Europa. Die CNT ist der Versuch der Arbeiter, sich zu organisieren, um eine wirtschaftlich und sozial bessere Gesellschaft zu erlangen. Langfristiges Ziel ist die Selbstverwaltung. Das heißt, alle Funktionen, die heute vom Staat ausgeübt werden, sollen von den Arbeitern übernommen werden. Der Staat wird überflüssig. Der Erste Weltkrieg beschert der Bourgeoisie in Spanien einen wirtschaftlichen Aufschwung. An den Lebensumständen der Arbeiterklasse ändert sich nichts. Die Spannungen werden größer. Nach dem Vorbild der russischen Revolution organisieren die spanischen Arbeiter zahlreiche Streiks, bis sie zum ersten Mal den 8-Stunden-Tag durchsetzen können. In einer Gießerei wurden 4 Arbeiter entlassen, weil sie den 8-Stunden-Tag forderten. Da die Arbeitgeber sich darauf nicht einlassen wollten, schlossen sie einfach die Fabriken und sperrten die Arbeiter aus. Für die Arbeiter aus Ripoll gab es auf dem Rathausplatz eine Notverpflegung, denn die Aussperrung dauerte 9 Wochen. ...1919 hat die CNT bereits über 700.000 Mitglieder. Die schweren Arbeitskämpfe führen vor allem bei den Jugendlichen zu extremistischen Reaktionen. Es entstehen Aktionsgruppen wie Los Solidarios, die Solidarischen. 1938 erinnert García Oliver, Mitstreiter von Durruti und Ascaso, als Minister der Republik an die Jahre des Kampfes, in dem zahlreiche Anarchisten fielen. Unter ihnen Salvador Seguí, El Noy del Sucre, der Junge vom Zucker. Nuestro grupo anarquista se formó el año 1923. Dueños casi de la ciudad eran las bandas de pistoleros del Sindicato Libre que patrocinaba la patronal. Las hordas policíacas coadyuvaban a la obra de destrucción de nuestras organizaciones y de nuestros hombres. Nos unimos y formamos un grupo anarquista. Un grupo de acción para luchar contra los pistoleros, contra la patronal y contra el gobierno. Conseguimos nuestro objetivo. Les vencimos. Unter der Militärdiktatur von Primo de Rivera wird die CNT verboten. Viele Anarchisten gehen ins Ausland. Durruti und Ascaso setzen ihre revolutionäre Tätigkeit in Lateinamerika fort. Empecé haciendo carrera por atajo y vereda muy estrecha para mí. Y decía mi vecino que llevaba mal camino apartado del redil. Mit
Mit dem Ziel, die Ideen des Anarchismus innerhalb der CNT reinzuerhalten, wird 1927 in Valencia die FAI, die Iberische Anarchistische Föderation, gegründet. Um der FAI anzugehören, durfte man keinen Militärdienst geleistet haben, nicht kirchlich getraut sein und musste seine Kinder möglichst auf die moderne Schule schicken. Das war ein ungeschriebenes Gesetz. Man durfte weder rauchen noch trinken. All das war Voraussetzung. Eine natürliche Auslese, die die Organisation stark machte, ohne Sektierertum, sondern durch moralische Selbstverpflichtung. Mein Vater war eine Zeit lang Sekretär der FAI. Er hatte immer irgendwelche Posten, denn er war ein Mann der Tat, sehr radikal. Meine Mutter auch. Sie hatte großen Einfluss. Beide waren sehr menschlich und sehr gebildet und umgaben sich immer mit Gleichgesinnten. Der Anarchist war bestrebt, ein anständiges Leben zu führen. Er wollte ein Vorbild sein. Während der Militärdiktatur arbeiten die Anarchisten im Untergrund weiter. Aber viele wandern aus, auf der Suche nach einem besseren Leben. Pero nosotros nos quedamos allá en espera que el hombre ganase algún dinerillo y pudiéramos coger. Wegen der Krise bei der Firma Peñarroya beschloss mein Vater nach Barcelona zu gehen. Der Rest der Familie blieb zurück und sollte warten, bis er genug Geld verdient hätte, damit wir nachkommen könnten. Es dauerte ein ganzes Jahr. In Barcelona lernte er einen Gleichgesinnten kennen, der ihn fragte, ob er nicht für die Straßenbahn arbeiten wolle. Er sagte, ich habe auch eine Unterkunft für dich in meiner Hütte. In dieser Hütte lebten wir dann alle zusammen. Wir fünf und die fünfköpfige Familie des anderen. 10 Personen auf ein paar Quadratmetern. Mein Vater war damals schon in der CNT. Eines Tages riefen sie ihn und sagten, er sei entlassen. Ein Arbeiter aus Murcia hatte etwas falsch gemacht und deshalb setzten sie 80 Arbeiter aus Murcia auf die Straße. Der wahre Entlassungsgrund war natürlich, dass all diese Männer in der CNT organisiert waren. Wir wussten, es gab eine Welt, in der wir nichts zu sagen hatten. Die Welt derer, die unsere Eltern verhafteten und uns keine Arbeit gaben. Die Welt der Kapitalisten und der Bourgeoisie. Wir waren ihre Opfer. Aber man hatte uns mit so viel Enthusiasmus erzogen, dass wir hofften, diese Ära werde bald vorbei sein und die Gesellschaft gerechter und gleichberechtigter. Ich hatte am Lesen Gefallen gefunden und auf dem Heimweg zu unserer Hütte blieb ich, vor allem im Winter, unter den Gaslaternen oder vor den beleuchteten Schaufenstern stehen, um schnell eine Seite zu lesen. Ich arbeitete als Hutmacher, bis die Republik ausgerufen wurde. Da bin ich durch die Straßen von Barcelona gelaufen und habe gerufen, es lebe die Republik. Am 14. April 1931 wird die Zweite Republik ausgerufen. König Alfons der 13. geht ins Ausland. Ganz Barcelona war ein einziges Fest. Die Straßen waren voller Menschen. Phänomenal, wie diese Feier so spontan und ohne große Vorbereitungen stattfinden konnte. Die Menschen feierten. Die Stimmung war friedlich. Es lebe die Republik, es lebe die Freiheit, es lebe das Volk. Dieser Sprung ins kalte Wasser, den die Errichtung der Republik bedeutete, setzte all unsere Energien frei. Nie hat es junge Leute gegeben, die einen solchen Bildungsdrang hatten, wie wir damals 1931 bis 1936. Alle unsere Sehnsüchte, die wir so lange zurückhalten mussten, quollen förmlich über. Wir suchten einen Ort, wo wir uns treffen konnten und erfuhren vom Ateneo, dem Kulturverein. Dort gab es viele Aktivitäten, Theater, Esperanto, Kultur, Ausflüge, jeden Abend etwas anderes. Die Zeit reichte kaum aus. So entstand innerhalb der FAI die freiheitliche Jugend. Als ich zum ersten Mal in Clot in den Kulturverein kam, war das wie eine Offenbarung für mich. Dort waren Menschen, die genauso dachten wie ich.
Die Gewerkschaft wurde zur Bildungseinrichtung, zum Kulturverein. Von hier aus verbreiteten wir die Revolution in Spanien, in der ganzen Welt, ja bis zum Mond. Da wurde nicht Karten gespielt oder getrunken. Da wurde gelesen und diskutiert und geschrieben. Es gab Theateraufführungen und Dichterlesungen. Und fast immer wurde darin die soziale Problematik behandelt. Alle Publikationen der spanischen Anarchisten waren ein großer Erfolg. Allein zum Thema Anarchismus gab es über 70 Publikationen. Kaum saßen drei Anarchisten zusammen, entstand eine neue Zeitung wie El Cantero oder La Voz de la Tierra. Die Bücherstände auf den Ramblas wurden eröffnet. Das war ein großer Erfolg. Wir hatten nicht genug Hände, um die Schriften zu verkaufen. Die legale Abtreibung, 12 Beweise zur Nichtexistenz Gottes, Dynamit fürs Gehirn. Wir haben ausgerufen und verkauft wie wild. Vorher hatte man uns das nicht erlaubt. Es brauchte 10 Jahre, bis man in Barcelona hören konnte, Tierra y Libertad, Land und Freiheit, ein Organ der Iberischen Anarchistischen Föderation. Das war ein großartiges Forum, vor allem für Journalisten. Alle möglichen Leute schrieben mir ihre Gedanken nieder. Tierra y Libertad verband sehr viele Leute. In den Köpfen fand eine einzigartige Revolution statt. Die Auflage von Tierra y Libertad erhöhte sich von 4.000 zu Zeiten meines Vaters auf 20.000 zwischen 1934 und 1935. Die Zeitschrift La Novela Ideal versucht, die ethischen Überzeugungen der Anarchisten in leicht verständliche Worte zu fassen. La Novela Ideal leistete großartige Jugendarbeit. Interessante Themen aus allen Bereichen, vor allem aus der Religion, wurden behandelt. Die Religion hat in Spanien ja immer einen großen Einfluss gehabt. Und um dem entgegenzuwirken, gab es diese religionsfeindlichen Artikel. Die Zeitschrift Generación Consciente, 1923 in Alcoy gegründet, macht die Leser mit den Themen Sexualität und Gesundheit vertraut. Unter dem Namen Estudios erzielt das Heft Jahre später eine Auflage von 70.000. In dieser Revista habían muchas veces artículos que hablaban de estas cosas. In dieser Zeitschrift wurden oft solche Themen behandelt. Ich habe die Hefte verschlungen. Man konnte auch an Estudios schreiben und Fragen stellen, die dann beantwortet wurden. Später kam die Zeitschrift Pentalfa raus, die sich eher an die Nudisten wandte. In den Betrieben der Metallindustrie wurde viel getrunken. Die Arbeiter schwitzten und gegen den Durst tranken sie Alkohol. Es gab aber auch einige wenige, die weder rauchten noch tranken, sondern lasen und diskutierten. Das waren Anarchisten, Naturalisten und Nudisten, die sich sehr für Kultur interessierten. Mit denen habe ich mich zusammengetan. Para nosotros el amor libre era simplemente
Freie Liebe bedeutete für uns, dass ein Paar einfach aus Zuneigung zusammenlebte, ohne Trauschein oder irgendwelche Verträge. Wenn man sich nicht mehr verstand, trennte man sich in beiderseitigem Einverständnis und blieb weiterhin befreundet. Das war für mich wirklich revolutionär, dass man ohne den Segen der Kirche und ohne, dass man seine Kinder taufen ließ, zusammenleben konnte. Damals waren die meisten Frauen ja sehr zurückhaltend, denn man war schnell als Hure abgestempelt. Die Anarchisten wollen die traditionelle Gesellschaft durch intensive kulturelle und ideologische Arbeit verändern. Sie gründen neue Organisationen, um ihre Überzeugungen unter den Jugendlichen zu verbreiten. Die Freiheitliche Jugend entsteht, die sich später zur Iberischen Föderation der Libertären Jugend zusammenschließt. Ihr Generalsekretär wird Fidel Miró. Unser Hauptanliegen war Kultur und Propaganda, konkret mehr Mitglieder zu gewinnen. Wir stellten keine besonderen Anforderungen an die Leute. Es lief eher so: Willst du in der Freiheitlichen Jugend sein, dann tritt ein. Wenn du keine Lust mehr hast, trittst du eben wieder aus. Meine Freunde nahmen mich mit zur Freiheitlichen Jugend und ich trat in die Exkursionsgruppe Sol y Vida, Sonne und Leben ein. Die ganze Woche warteten wir nur auf den Samstag. Wir waren alle Proletarier und waren so lernbegierig, dass wir auf den Exkursionen immer wieder stehen blieben und einer etwas vorlas, das wir dann diskutierten. Dann ruhten wir uns ein bisschen aus und gingen wieder weiter. Es war eine nicht enden wollende Arbeit. Heute versteht man das vielleicht nicht mehr. Aber wir waren einfache Arbeiter und plötzlich bekamen wir kulturelles Bewusstsein und machten uns Gedanken über den Sinn des Lebens. Die Zusammenkünfte, die Aktionen und die Propagandaarbeit tragen dazu bei, dass die CNT wieder an Einfluss gewinnt. In Städten wie Barcelona ist jeder zweite Arbeiter Mitglied in dieser anarcho-syndikalistischen Organisation. Ich arbeitete zwischen 10 und 20 Stunden am Tag, je nachdem, was mein Arbeitgeber verlangte. Eines Tages ging ich zum Sekretär der CNT und fragte in meiner naiven Art: Kann ich auch Mitglied in der CNT werden? Natürlich, sagte er, du bist doch Arbeiter. Und dann sagte er etwas, was ich nie vergessen habe: Sei anständig und mach deine Arbeit gut, dann hast du ein Recht auf den 8-Stunden-Tag. Ich war Sekretär der lokalen und der regionalen Föderation. Wer keine Angst hatte, trat in die Organisation ein. Die Leute vertrauten uns, weil wir zu unserer Sache standen. Und die anarchistischen Gruppen, die es in allen Orten gab, lösten die schwersten Probleme der Bauern. Wir entwickelten ungeheuren Eifer. Zu Hause, in der Fabrik, in der Gewerkschaft, auf den Straßen und Plätzen. In Budiana fand ein Treffen statt, auf dem der Ortsvertreter, Federica Monzeni, und ich sprachen. Als ich fertig war, sagte die Monzeni zu mir: Du bist viel wert für die Bauern. Daran erinnere ich mich noch heute. Der Platz war voller Menschen und das Erstaunliche war, dass keiner applaudierte, als geredet wurde. Schweigen statt Applaus. Man dachte darüber nach, was gesagt wurde. Man hörte zu. Vereinzelt hörte man ein Viva la CNT und dann ein donnerndes Echo. Es lebe die CNT. Es lebe der freiheitliche Kommunismus. Das steckte natürlich an. Man erlebte diese Momente intensiver ohne Applaus, ohne diese kommunistische Rhetorik, die von Applauswogen begleitet wird. So war es viel ehrlicher und bewusster. Es gab eine Absprache unter den Gewerkschaftlern, dass keiner einen anderen Arbeiter ersetzte, wenn diesem gekündigt würde.
Das heißt, wenn der Unternehmer einen Arbeiter entließ, weil er ihn für einen Revolutionär hielt, oder ihn einfach rausschmiss, weil er wütend auf ihn war, gab es keinen, der diesen Arbeiter ersetzte. Uns hielt das Band der Solidarität zusammen. Das war das Allerwichtigste in der Organisation. Bueno, los vecinos eran como una gran familia. Alle Nachbarn waren wie eine große Familie. Damals gab es ja keine Arbeitslosen- oder Krankenversicherung. Wenn jemand krank wurde, kam ein Nachbar, der etwas gespart hatte und legte sein Geld auf den Tisch. Es gab kein Papier, nicht einmal einen Händedruck. Sobald man wieder zur Arbeit gehen konnte, zahlte man das Geld zurück, Pesete für Pesete. Das war einfach eine Frage des Prinzips und der Moral. Afectado cuando empezaba a trabajar peseta por peseta poco a poco devolvía una cuestión de principio de moralidad es decir que había es gab so etwas wie die universelle Familie. In den Arbeitervierteln machten wir es so, dass wir abwechselnd auf die Kinder aufpassten. Wer gerade nicht zur Arbeit musste, passte auf die Kinder derjenigen auf, die arbeiten gingen. Los hijos de los que no trabajaban. De niño no me gustaba. Los libros, ni la sotana, ni salir en procesión. Era tan desobediente como el viento de poniente, revoltoso y juguetón. Gegen den Analphabetismus und die katholische Erziehung richten die Anarchisten Schulen ein, die nach dem Prinzip der modernen Schule von Ferrer Guardia funktionieren und die erzieherischen Grundsätze von de Croly und Pestalozzi verfolgen. La escuela natural del Claude se enseñaba todo lo que se podía de ciencias de toda clase. Lo que ocurre es que había un acento en todas partes siempre. In der Naturschule von Claude wurden so viele Fächer wie möglich unterrichtet. Wichtiger als das reine Anhäufen von Wissen war jedoch, dass die Kinder lernten, die erworbenen Kenntnisse auch richtig anzuwenden. Ein Kind muss immer es selbst bleiben. Die Kinder sollen nicht alle gleich sein. Darauf achtete man ganz besonders, denn das ist das Grundelement des Anarchismus und seiner Lehrmethode. Eso se llevaba con gran cuidado porque es el elemento principal tanto del anarquismo como de los métodos de enseñanza del anarquismo. La escuela nuestra, la escuela de Puchelías, en la escuela Natura. In unserer Pugelia-Schule habe ich weder Bakunin noch Kropotkin gelesen, sondern Tolstoi und Dichter wie zum Beispiel Blasco Ibáñez. Insgesamt also eher gemäßigte und liberale Autoren. Wir wurden nicht zur Revolution erzogen, sondern pazifistisch, antimilitaristisch und humanistisch. Mehr nicht. Die neue Schule geht von den Prinzipien der modernen Pädagogik aus, die nicht ideologiebehaftet ist. Die Freiheitsidee steht über allem und ist die Grundlage von allem. Die Befreiung der Arbeiter muss von den Arbeitern selbst ausgehen. Wenn sie nicht für ihre Befreiung kämpfen, gibt es keine Befreiung. Da die Natura-Schule oder die Industriegewerkschaft nie Unterstützung vom Staat oder der Gemeinde wollten, mussten sie sich selbst finanzieren. Die Erwartungen, die die Angehörigen der benachteiligten Klassen in die Republik setzen, werden enttäuscht. Die Regierung sieht sich mit Aufständen in Katalonien, Andalusien und der Levante konfrontiert. Die Bauern in Andalusien litten Hunger. Das feudalistische System ließ zigtausende Hektar fruchtbares Ackerland brachliegen und die Bauern hatten keine Arbeit. Darum kam es zu dem Aufstand in Casas Viejas. Die anarchistische Bewegung wollte dort den freiheitlichen Kommunismus ausrufen. Familia de Casas Viejas.
Die Familien aus Casas Viejas, einem Dorf in der Provinz Cádiz, wurden ermordet und ihre Häuser niedergebrannt. Die CNT leitete eine revolutionäre Bewegung ein, mit der nicht alle regionalen Gruppierungen einverstanden waren. Vor allem wir in Asturien waren dagegen. Die Konzepte unterschieden sich deutlich. Auf der einen Seite die permanente Revolution über einen langen Zeitraum. Auf der anderen Seite die gemäßigte Variante, die Kulturarbeit und die Vorbereitung der Bevölkerung vorsah, um dann in einem günstigen Moment die Revolution mit Aussicht auf Erfolg einzuleiten. Die Auseinandersetzungen zwischen Rechten und Linken führen in den ersten anderthalb Jahren der Republik zu 30 Generalstreiks, 400 Toten und 9000 Verhaftungen. 157 linke und 4 rechte Zeitungen werden verboten, die Agrarreform und die Neuorganisation des Schulwesens kommen zum Stillstand. Nach dem Scheitern eines Militärputsches gewinnt die Rechte die Wahlen. Gil Robles ging nur deshalb als Sieger hervor, weil 90% nicht zur Wahl gingen. Wir wollten der Republik eins auswischen, weil sie statt auf unserer Seite eher auf der Seite der anderen war. Die Fabrikbesitzer brachten ihr Geld ins Ausland und schlossen die Fabriken. Die Gewerkschaften wurden in ihrer Arbeit behindert, wo es nur ging. Die Gefängnisse waren überfüllt mit Arbeitern und politischen Gefangenen, deren einziges Vergehen darin bestand, dass sie Verbindungen zur Gewerkschaft hatten. Ich selbst saß auch 6 Monate und war damit noch gut dran. In Asturien kollektivieren die CNT und der Sozialistische Gewerkschaftsverband UGT Bergwerke und Fabriken. Ramón Álvarez ist Mitglied im Revolutionskomitee. La idea general estaba concebida primero detener el avance. Anfangs war die Grundidee gewesen, den Vormarsch des Faschismus in Europa aufzuhalten. Se combinó en uno de los puntos el fundamental. Später kam man in einem wesentlichen Punkt überein, die Oktoberrevolution sollte die Schaffung einer sozialistisch-föderalistischen Gesellschaft zum Ziel haben. Doch die Revolution in Asturien wird von den linken Kräften im übrigen Spanien nicht unterstützt. 2 Wochen halten die asturischen Arbeiter den Regierungstruppen unter dem Kommando von General Franco stand. Schließlich wird die Revolte niedergeschlagen. Ein Vorzeichen für den bevorstehenden Bürgerkrieg. Februar 1936. Bei Neuwahlen besiegt die linksgerichtete Volksfront die rechtsgerichtete Nationale Front. Die Stimmen der CNT waren ausschlaggebend für den Sieg. Im Februar wurde entschieden, diesmal wird gewählt. Viele gingen zur Wahl, ich nicht. Aber damals wählten viele, weil rund 15.000 von uns in den Gefängnissen saßen. Es kommt zu Streiks, Landbesetzungen und Zusammenstößen zwischen der Guardia Civil und den Arbeitern und Bauern. Während die Rechten den Staatsstreich vorbereiten, rufen die radikalen Organisationen zur Revolution auf. Die Einführung des freiheitlichen Kommunismus ist mein größter Wunsch. 1936 fand der Kongress von Saragossa statt. Nach langen Diskussionen stand die Entscheidung fest. Die CNT sollte den freiheitlichen Kommunismus ausrufen. Bei dieser Art des Kommunismus läuft alles von unten nach oben und nicht umgekehrt. Alles wird in Hauptversammlungen geregelt. Über die Enthebung von Ämtern wird mehrheitlich entschieden. Die Tatsache, dass die Souveränität bei der Basis liegt, verhindert politische Mauscheleien. Allen gehört alles. Alles wird gerecht verteilt. Und wenn allen alles gehört und wenn jeder Arbeit hat, kann sich jeder bilden, denn er hat die Zeit dazu. España ha venido menos por una triple división. Por la división engendrada por los separatismos locales, por la división engendrada entre los partidos y por la división engendrada por la lucha de clases.
Entonces, los falangistas habían empezado ya a tomar bastante fuerza y se atacaba con... Die Falangisten wurden immer gewalttätiger und attackierten unsere Genossen immer heftiger. Deshalb entschlossen wir uns zum direkten Kampf mit den Waffen. Nos empezáramos a plantear una lucha más directa, incluso pues yendo armados. Ganze Dörfer spalteten sich. In meinem Dorf, das 1500 Einwohner hatte, grüßten die Rechten die Linke nicht mehr. Für die meisten Arbeiter war klar, der geistliche Gegner ist die Kirche, der weltliche der Kapitalismus. Warum die Kirche? Kardinal Segura war ein erbitterter Feind der Republik. Deshalb. Unsere Gegner übten bereits im Ausland. Sie hatten Abkommen mit Hitler und Mussolini geschlossen. Jeder wusste es und jeder bereitete sich vor, die Parteien und die Regierung. Aber es gab auch Minister, die schliefen, während wir auf die Straße gingen. Die Zentralregierung unter Casares Quiroga behauptete, es gebe keinen Putsch und ordnete an, dem Volk keine Waffen zu geben. Das war das Schlimme. Er hatte mehr Angst vor der Revolution als vor den Militärs. Man darf nicht vergessen, dass der Präsident von Katalonien, Companys, Anfang Juli dem Leiter für öffentliche Ordnung befahl, die CNT zu entwaffnen. In Barcelona hielten wir Militante und andere Linke 4 Nächte lang Wache. Am Tag vor der Revolution kamen sie und sagten, ich wäre sicher auf dem Dach eingeschlafen. Jetzt sei die Stunde der Wahrheit. Und wen es nicht interessiere, der könne nach Hause gehen, denn jetzt beginne die Schwerstarbeit. Wir waren vor dem Regierungsgebäude versammelt. Der Platz war voller Menschen, die Waffen haben wollten, aber Companys sagte, wir müssten noch warten. Juli 1936. Die Arbeiter von Barcelona warnen die Bevölkerung vor dem Militärputsch. Als die Sirenen losgingen, marschierten Tausende die Avenida de Santa Eulalia hinunter zur San Andrés-Kaserne. Díaz Sandino sprengte mit 2 Bomben die Tore auf und alle stürzten sich auf die Waffen. Als es Tag wurde, stiegen wir vom Dach. Auf der Straße nach Sanz sahen wir ein Fahrzeug mit der Aufschrift CNT Fai. Wir fragten, was los sei, und man sagte uns, auf der Plaza Catalunya gehe es los. In der Höhe der Stierkampfarena kam von hinten eine Kompanie der Falangisten mit schussbereiten Gewehren. Die Offiziere hielten Pistolen in der Hand. Da kamen wir aus den Seitenstraßen und beschossen sie, was ihre Truppen leicht in Unordnung brachte. Ich habe das alles wie in einem Traum gesehen. Ich sah das bewaffnete Volk, die Wagen, die im Rhythmus CNT Phi hupten und deren Fahnen im Wind flatterten. Ich sah diesen Kampfeswillen. Aber eines hat mich am meisten beeindruckt, dass die Soldaten der Guardia de Asalto, der Sturmgarde, jetzt auf unserer Seite kämpften. Man warf uns vor, wir hätten 40.000 Gewehre und ich weiß nicht, wie viele Kanonen und Pferde an uns gebracht. Es gab nur noch uns, sogar die Sturmgardisten liefen zu uns über. Auf dem Foto sieht man, wie sie sich hinter einem Pferd verschanzen. Zu Tausenden kamen die Leute aus ihren Häusern.
Es war einfach unglaublich. Und die Militärs bekamen es mit der Angst und ergaben sich. Zum großen Leidwesen der Regierung besiegte die Bevölkerung von Barcelona, angeführt von der CNT, die Armee. In Barcelona wendete sich das Blatt. Das ermutigte die Bevölkerung von Madrid, die Montaña-Kaserne zu stürmen. Es una manifestación pública. Ganz Madrid versuchte sich dem zu widersetzen, was über die Stadt hereinzubrechen drohte. Spanien ist in zwei Lager gespalten. Ein Krieg zwischen den Klassen hat begonnen, der 3 Jahre dauern wird. Die rechten Rebellen ermorden Sympathisanten und militante Anhänger der Republik und der Linken. Die Republiktreuen holen dagegen zum Vergeltungsschlag gegen Personen aus, die im Verdacht stehen, die Rebellen zu unterstützen. Sowohl Priester als auch Soldaten verschanzten sich auf den Kirchtürmen und schossen nicht nur auf bewaffnete Gegner, sondern auf alle, die sich auf der Straße befanden. Die Menschen steckten daraufhin die Gebäude in Brand, von denen aus man auf sie geschossen hatte. Wir haben in diesem Kampf viele wertvolle Menschen verloren. Beim Sturm auf die Atarazanas-Kaserne kam Francisco Ascaso ums Leben, als er vor einem Fensterschützen in Deckung gehen wollte. So etwas kam bei uns häufig vor, weil auch die Intellektuellen wie mein Vater in der ersten Reihe kämpften. Die totale Unfähigkeit der republikanischen Regierung, auf den Staatsstreich zu reagieren, und der Zerfall der staatlichen Strukturen führen dazu, dass in vielen Städten die Bürger selbst die neue Gesellschaft organisieren. Alle Gefangenen des Cárcel Modelo in Barcelona kamen auf einen Schlag frei. Die Befreiung der Inhaftierten war der erste glorreiche Moment der Revolution. Die Regierung hatten wir abgeschrieben. Sie konnte uns nicht helfen. Das Einzige, was für uns zählte, war die Gewerkschaft. Wir hörten nur noch auf sie. Wir gründeten sofort ein Komitee zur Rekrutierung von Leuten, die nach Aragon gehen sollten, aber auch um persönliche Racheakte zu verhindern. Am 19. Juli vollzog sich automatisch ein Wechsel in der Gesellschaft. Der Großteil der Kapitalisten war weggegangen oder geflohen, also mussten die Arbeiter die Verteilung der Arbeit in die Hand nehmen. Noch am selben Abend fand im Haus des Volkes, dem ehemaligen Casino der Reichen, eine Versammlung statt. Dort wurden von der CNT-OGT die Komitees und Betriebsräte ernannt und die Aufgaben wurden verteilt, damit es weitergehen konnte. Wir einigten uns darauf, alle Arbeitslosen auf die bestehenden Fabriken zu verteilen, so dass es keine Arbeitslosen mehr gab. Unos pocos a cada fábrica. Y así lo hicimos. Y así que es que de parados no había. Die Reichen sagten, es seien 500 Arbeiter zu viel. Die Arbeiter sagten, es seien 5 Reiche zu viel. Als diese 5 verschwunden waren, gab es Arbeit für alle. Die Ernte war noch nicht eingebracht. Es eilte, das Korn musste gedroschen werden, damit es weiterging. In Membrilla ging man eines Abends arm zu Bett und als man am nächsten Morgen erwachte, war man reich. Denn auf einmal gab es für jeden so viel Brot, wie er wollte. Und keiner musste mehr Hunger leiden, wie zuvor. Das Volk setzt sofort die anarchistischen Ideen um, die es ein Jahrhundert lang gehegt hatte, und übertrifft selbst die Erwartungen der anarchistischen Organisationen. Barcelona wird zum Vorposten der Revolution. Los primeros días
An den folgenden Tagen nahmen wir Kontakt zur Transportgewerkschaft auf. Und die zeigten den Genossinnen, wie man eine Straßenbahn fährt. Seitdem gab es Straßenbahnfahrerinnen. Es gab Genossen, die wollten an die Front gehen. Ich sammelte lieber mit einem LKW Bücher, denn ich hatte die fixe Idee, in unserem Stadtteil eine Volksbibliothek aufzumachen. Auf den Schildern sollte stehen: Volksbibliothek. Bildet euch und überwindet eure Schranken. Eintritt frei. In Katalonien sind die Anarchisten nun die stärkste Kraft. Die Macht der autonomen Landesregierung geht über an das Zentralkomitee der antifaschistischen Milizen, ein neues Organ, das aus der Revolution entstanden ist. Alle Minister der Regionalregierung machten sich aus dem Staub. Nur einer blieb, Companys. Die Straße gehörte uns. Companys bat die CNT, ihm ein Komitee zu schicken, mit dem er verhandeln könne. Er sagte zu ihnen: Wir stehen in eurer Schuld, denn ihr habt diesen Aufstand beendet. Wir haben euch Unrecht getan. Von heute an bin ich zu nichts mehr nütze. Ich bin nicht mehr der Präsident. Aber wenn ich euch von Nutzen sein kann, könnt ihr auf mich zählen. Das waren seine Worte. García Oliver schlug vor, aufs Ganze zu gehen. Aber nur er und Chena waren dafür. Santillán und Federica Montseny waren dagegen. Sie sagte, aufs Ganze gehen heißt, unsere eigene Diktatur errichten. Und das hieße, den Anarchismus leugnen. Santillán sagte, wenn wir aufs Ganze gehen und den Anarchismus einführen, isolieren wir uns nicht nur in Spanien, sondern auf der ganzen Welt. Keiner wird uns unterstützen oder uns Waffen geben. Deshalb ging die CNT nicht aufs Ganze und wollte die Macht nicht, die Companys ihr anbot. Sie hatte sie ja schon. Wir und die anderen Kräfte arbeiteten mit dem Zentralkomitee der antifaschistischen Milizen zusammen. Da die Regionalregierung nicht mehr funktionierte, fiel alle Macht dem Komitee zu. Wir begannen, die Kolonnen zu organisieren, die direkt an die Front gehen sollten oder dorthin, wo sie gebraucht wurden. Die meisten riefen: Wir wollen zur Kolonne Durruti, zur Kolonne Durruti. Angesichts des gefährlichen Vormarschs der Aufständischen und des Auseinanderfallens der Armee organisieren die Gewerkschaften freiwilligen Milizen aus Arbeitern und Bauern, um das Land zu verteidigen. Die Kolonne Los Aguiluchos regte an, dass alle Teilnehmer aus der Freiheitsbewegung kommen sollten. Die Kolonne Hierro war in Gruppen von je 10 Personen eingeteilt. Jede Gruppe unterstand einem gewählten Zugführer. 10 Gruppen ergaben eine Hundertschaft, für die ein Hundertschaftsdelegierter ernannt wurde. Das Kommando wurde einem aus Freundschaft und Vertrauen und aufgrund der Persönlichkeit übertragen. Es gab also immer ein richtiges Kommando und es gab Befehl und Gehorsam. Wir gingen zu Fuß von Alcolea nach Madrid. Dort brachte man uns in eine Kaserne, Männer und Frauen. Hier wurde das Bataillon Ascaso aufgestellt, in dem ich kämpfte. Puedo decir que
a medida que nosotros íbamos actuando con la columna de Ruti, nosotros estábamos las manos. Wir von der Kolonne de Ruti halfen dem Volk, eine Selbstverwaltung aufzubauen und organisierten die Kollektivierung. Das hatten wir unser Leben lang gewollt. Es ging nicht ums Schießen. Je weiter wir vorankamen, desto mehr Möglichkeiten boten sich den Menschen, sich zu bilden und dadurch der zukünftigen Gesellschaft Form und Moral zu geben. Formare, darle forma y ética a lo que tenía que ser nuestra sociedad, nuestra futura sociedad. In schwindelerregendem Tempo vollziehen sich Veränderungen in Kastilien, Extremadura, Andalusien und Asturien, vor allem aber in der Levante, Katalonien und Aragon. Ich musste überall dabei sein. Wenn irgendwo was los war, war ich immer mittendrin. So auch auf der Plaza de la Constitución, wo ganz Kalanda versammelt war. Als das Revolutionskomitee vom Rathausbalkon verkündete, von nun an gilt hier der freiheitliche Kommunismus, brandete Applaus auf. Wie definiert sich der freiheitliche Kommunismus? Das Geld wird abgeschafft. Jeglicher Privatbesitz, ob von Rechten oder Linken, wird enteignet. Alle Maschinen stehen der Gemeinschaft zur Verfügung. Alle Häuser werden den Einwohnern als Wohnraum zur Verfügung gestellt, unabhängig davon, wem sie gehören. Die Arbeit wird kollektiviert und die Arbeiter in Gruppen eingeteilt. Die Arbeiter organisierten alles selbst. Eine Reihe von Komitees wurde gegründet. Das Gewerkschaftskomitee, zweifellos das wichtigste von allen, das Verteidigungskomitee, die Komitees für Landwirtschaft, Ernährung und Friseure und so weiter. Die Arbeiter bestimmten diejenigen zu Delegierten, die sie für die fähigsten hielten, alles gerecht aufzuteilen. Die anarchistische Verachtung des Geldes führt zu einer radikalen Veränderung der wirtschaftlichen Verhältnisse. Lokale Tauscheinheiten und Bonds werden eingeführt. Vielerorts wird das Geld ganz abgeschafft. Das Geld verschwand. Gemäß Kropotkins Ideen wurden Sammel- bzw. Verteilungsstellen eingerichtet, wo man Nahrungsmittel gegen Bonds oder auf Lebensmittelkarten bekam. Bei dieser Art der Verteilung musste man schon eine gewisse Denkungsart mitbringen. Warum holst du heute 2 Kilo Fleisch? Dir reicht doch eins. Komm lieber morgen wieder, dann holst du dir Frisches. Oder einen Anzug oder ein paar Schuhe. Strom, Wasser, Schule, alles war kostenlos. Man musste für nichts bezahlen. Es gab keinen Egoismus. Wie auch? Wenn es kein Geld gibt, kann es auch keinen Egoismus geben. Wenn man das heute erzählt, glaubt es einem keiner. Aber es hat wunderbar funktioniert. Die Kollektivierung wurde von der überwiegenden Mehrheit der Bevölkerung gut angenommen. Und das waren nicht alles Gewerkschaftler oder Anarchisten. Wer wollte, blieb Individualist. Aber das waren nur sehr wenige, meine Eltern zum Beispiel. Aber auch sie mussten, um Lebensmittel zu bekommen, etwas abgeben. Meine Eltern zogen in dem Jahr 4 Schweine auf, um sie schlachten zu lassen. Ich schickte einen Genossen zu ihnen, was meine Mutter gewiss geärgert hat. Er entschied, die Familie habe mit einem Schwein genug und beschlagnahmte die anderen 3. Das reichte als Gegenleistung aus, um die Familie mit dem zu versorgen, was sie übers Jahr brauchte. Y le requisaban los 3 con los cuales se pagaba el resto de necesidades de todo el año. Wir arbeiteten gerne. Außerdem arbeiten Kollektivisten billiger als Individualisten. 100 Individualisten brauchten zum Beispiel 100 Traktoren. Ein Kollektiv mit 100 Personen brauchte höchstens 10. Los 100 que no necesitan 100 tractores.
que nosotros necesitamos más días. Nach Absetzung der alten Kommunalverwaltung übernehmen die Arbeiter, die hauptsächlich in der CNT und zu geringen Teilen auch in der UGT organisiert sind, die Kontrolle. Schritt für Schritt bringen sie das öffentliche Leben wieder in Gang. Comité Revolucionario me asignó el cargo de ver a Abastos. Ver a Abastos, pues. Das Revolutionskomitee ernannte mich zum Versorgungsdelegierten. Wir hatten die Verantwortung für alle Güter, die es bei uns gab, und organisierten auch den Tauschhandel. Hatte ein Dorf zum Beispiel keinen Weizen, fuhren wir an die Mittelmeerküste und tauschten Zucker gegen Weizen. Von dort brachten wir auch Schokolade und andere Tauschgüter mit. Für unsere Kohle erhielten wir woanders Schuhe oder Kleidung. Überall wurden Delegierte ernannt, die die jeweiligen Orte vertraten. Und in Benicarló wurde die Föderation der Kollektive ins Leben gerufen. Nach der Enteignung der Fabriken und Ländereien arbeiten CNT und UGT in Valencia und Murcia zusammen. Mithilfe der anarcho-syndikalistischen Zentrale wird Alcoy zum Paradebeispiel einer Selbstverwaltung, in der alle Industrien kollektiviert sind. Der Vereinigte Levantinische Rat für den Export von Agrargütern Cluea wird gegründet, der den Direktverkauf aus den Kollektiven ins Ausland organisieren soll. Diese anarchistische Organisation stößt sehr schnell auf Unbehagen bei der Zentralregierung, die daraufhin beginnt, die kommunistischen Kooperativen zu unterstützen. Wir hatten in Paris, Brüssel und Holland Fuß gefasst. Alles hat sehr gut funktioniert und es wurde immer besser. In Asturien stellen CNT und FAI einen Teil des Rats von Asturien und León. Ramón Álvarez ist im Fischereirat. Die Arbeiter verwalteten die verschiedenen Industrien. Im Rat machten wir es genauso, nur nannten wir es nicht kollektiv. Der Rat von Aragon, erstes Organ der anarchistischen Regierung der Spanischen Revolution, hat seinen Sitz in Caspe. 8 Räte koordinieren die Arbeit der Kollektive aus dieser Region. In dieser Region gab es die meisten Kollektive. Auch in Murcia und Valencia, Andalusien und Kastilien gab es Kollektive. Aber so einheitlich wie in Aragon waren sie nirgends. Die soziale Revolution, die das ländliche Spanien erlebt, findet bei den Bauern überwiegend Unterstützung. 3 Millionen Spanier leben nach den Grundsätzen des freiheitlichen Kommunismus. In der Gewerkschaft gab es eine Tafel. Auf die konnte jeder Arbeiter seine Beschwerden schreiben. In der Vollversammlung wurde dann darüber diskutiert. Wir haben immer versucht, uns zu einigen. Wenn das gelang, war es gut. Wenn nicht, musste etwas Neues überlegt werden. Aber alles ging immer von der Basis aus. Wir ließen uns nichts vom Regionalkomitee vorschreiben. Jeder Ort hat seine eigene Kultur und seine eigenen Sitten. Wir Valencianer haben zum Beispiel andere Sitten als die Andalusier. Nach der Inbesitznahme der Ländereien und einer rationelleren Aufteilung der Arbeit steigert sich die Produktivität. Die kollektive Verwaltung der Gewinne erlaubt die Errichtung von Krankenhäusern, Schulen, Bewässerungssystemen, Bauerngütern und landwirtschaftlichen Forschungszentren. Es wurde eine Ferrer-Schule mit 18 Lehrern eingerichtet.
Aus dem Klostergarten wurde ein landwirtschaftliches Forschungszentrum. Se hizo una zona de experimentación agrícola. Se plantaron viñedos. Weinstöcke und Ölbäume wurden gepflanzt. Aus den alten, unproduktiven Ölbäumen wurde Kohle gemacht. Alles wurde verändert und unser Kollektivbetrieb florierte. Wir beschlossen, zwei neue Traktoren zu kaufen. Zwei Traktoren, die rund um die Uhr arbeiten, schaffen viel. Mit Hilfe der Traktoren wurden nicht nur die 350 Männer, die an der Front kämpften, ersetzt, sondern so wurde auch sichergestellt, dass kein Stück Ackerland brach lag. Alle Felder wurden bestellt. Y aunque la ignorancia es sorda, pude levantar la voz más fuerte que los ladrillos de los perros consentidos y que la voz del pato. Auch dem Besucher des Landes fallen die Veränderungen auf. George Orwell, der nach Spanien gekommen ist, um in einer Kolonne der POM, der Arbeiterpartei der Marxistischen Vereinigung, zu kämpfen, beschreibt seine Eindrücke bei der Ankunft in Barcelona. Zum ersten Mal war ich in einer Stadt, in der die arbeitende Klasse das Sagen hatte. Die Anarchisten besaßen im Grunde genommen die Kontrolle über Katalonien und die Revolution war weiter in vollem Gange. Unterwürfige oder förmliche Redewendungen waren verschwunden. Niemand sagte Señor oder Don, nicht einmal Usted. Man sprach einander mit Kamerad und Du an und sagte Salut statt Buenos Dias. Barcelona ist das neuralgische Zentrum der urbanen Revolution Spaniens. Mit CNT und FAI an der Spitze der antifaschistischen Milizen erlebt Katalonien eine der radikalsten Umwälzungen in seiner Geschichte, die alle Bereiche des politischen, sozialen und wirtschaftlichen Lebens umfasst. 80% aller Unternehmen sind kollektiviert und alle Betriebe werden von Arbeitern verwaltet. Im Oktober 1936 erklärt die katalonische Regionalregierung, die Generalitat, diese Veränderungen für legal. Die Führerschaft und die Gefolgschaft waren kein Problem. Durch die gewerkschaftliche Erziehung hatten sich Einzelne bereits durch Verantwortungsbewusstsein und gute Arbeit ausgezeichnet. Ich wurde ins Straßenbahnkollektiv gewählt. Auf einer Generalversammlung ernannte man mich zum Sekretär. Als Maurer wusste ich nicht gerade viel über das Transportwesen. Aber wir haben uns die entsprechenden Kenntnisse angeeignet. Die Umstände haben uns dazu gezwungen. Se organizó una comisión que se titulaba Administración y Control de la Propiedad Urbana. Es wurde ein Komitee zur Verwaltung und Kontrolle des städtischen Eigentums gegründet, das aus jeweils drei Vertretern von Regionalregierung, CNT und UGT bestand. Ich war eins der CNT-Mitglieder. Das Eigentum war nicht abgeschafft, sondern beschlagnahmt worden. Die Besitzer hatten kein Recht mehr, ihre Güter zu verwalten, aber sie hatten das Recht, Mitglied des Verwaltungskomitees zu werden. Die Anarchisten hätten sich zu Herren über Barcelona und Katalonien erheben können, aber das wollten sie nicht. Wir arbeiteten mit allen linken Gruppierungen zusammen. Und weil wir am intensivsten mit dem Bereich Bildung zu tun hatten, wollten sie einen von uns, Professor Puig-Elias. Er erstellte gemeinsam mit anderen die Satzung des Rats der neuen Einheitsschule CENU. Der Rat wird mit dem Ziel gegründet, eine Einheitsschule einzurichten, an der kostenlos und ohne kirchlichen Einfluss in katalanischer Sprache unterrichtet wird. Außerdem entstehen durch die Revolution Beratungsstellen, die kostenlos über Gesundheit, Urlaubszeiten, Invalidität und Ruhestand informieren. Die Arbeitslosigkeit wird durch die Schaffung neuer Arbeitsplätze und die Einstellung von Arbeitern bekämpft, die nicht wirklich benötigt werden. Damit wollte man die Arbeit unter allen verteilen. Kleine Firmen schließen sich zusammen, die Versorgungsbetriebe werden zusammengefasst. Ein kompliziertes Flechtwerk, das keinen ausschließt. Nos sentíamos involucrados
y luego, claro, no estaba un protagonismo y una responsabilidad que asumimos. Wir fühlten uns eingebunden und übernahmen gern die uns übertragene Verantwortung. In den Versammlungen ging es nicht um den Einzelnen, sondern darum, wie man die Produktion verbessern und die Arbeit besser organisieren könne. Denn eine Fabrik ist ein kompliziertes Gebilde. Man muss sich darüber klar sein, dass man für sich selbst arbeitet. Ohne Arbeitgeber arbeitet man eifriger. In nur 7 Wochen werden die Unternehmen Elizalde, Ford, General Motors, Cross, Pirelli und Cangirona von den Arbeitern für die Waffenproduktion umgerüstet. Damit ist das Überleben der republikanischen Armee sichergestellt. Jedes aktive Mitglied hielt sich wie Don Quixote für einen Verteidiger dieser Utopie, dieses Vorgehens, dieses ethischen Verhaltens in der Gesellschaft, ohne dass der Aufseher für den Schichtwechsel vorbeikommen musste. Die Selbstverwaltung ist bis heute noch nie hundertprozentig verwirklicht worden. Aber in jenem Moment hat sich gezeigt, dass jeder seinen Teil beitragen kann, ob gebildet oder weniger gebildet, ob dumm oder schlau. Für die meisten ist es eine Utopie, aber es ist das Einzige, was die Welt retten könnte. Die Anarchie ist das Schönste auf der Welt. Alle müssen arbeiten, es gibt keine Herren und keine Arbeitgeber. Jeder tut, was er kann, und irgendetwas kann jeder. Allmählich zwingt der Bürgerkrieg die Anarchisten zur Zusammenarbeit mit der Regierung. Die Revolution in Katalonien dauerte von Juli bis September. Und das Zentralkomitee der antifaschistischen Milizen übte seine Funktion 2 Monate lang aus. Dann gab es ein neues Kabinett. Räte wurden ernannt. Und die Regionalregierung mit ihren Räten kam wieder an die Macht. In der neuen Regierung der Republik übernehmen auch 4 Anarchisten Ministerposten, unter ihnen Joan Garcia Oliver und Federica Monseni, die erste Frau in Europa, die ein Ministeramt innehat. Aber sie hat Bedenken, dieses Amt zu übernehmen. Sie war dagegen. Es stand im Widerspruch zu ihrer Person und es fiel ihr schwer. Als ich merkte, dass die Genossen sie kritisierten, war ich verzweifelt. Die Freiheitliche Jugend hat als erste gegen die Zusammenarbeit der CNT mit der Regierung protestiert. Dadurch entstand eine Bürokratie, die nicht gut war. Da die meisten Männer im Krieg sind, nehmen die Frauen ihre Arbeitsplätze ein und können so ihre eigene Revolution verwirklichen. Als die Männer im Krieg waren, übernahmen die Frauen ihre Arbeit in der Produktion. Vielleicht hat sie das aufgeweckt. Sie fühlten sich freier. Quizás eso las despertó. Se sintieron más libres. Eine Genossin arbeitete in der Stoffschuhfabrik, eine andere in der Zuckerfabrik. Diese Arbeitsplätze waren vorher ausschließlich von Männern besetzt. Wir haben den Frauen nicht die Bedeutung zugemessen, die ihnen zustand. In den Versammlungen der CNT sah man kaum Frauen. Frauen gehörten an den Herd. Die Männer glaubten, sie besäßen alle Rechte. Wir wollten den Frauen zeigen, dass sie auch Rechte haben auf ihre Kinder, ihr Heim, ihren Mann und ihr eigenes Leben. Die Mujeres Libres, die freien Frauen, beginnen auf lokaler Ebene und werden bald zur wichtigsten feministischen Organisation jener Zeit. Zu den treibenden Kräften gehören Suceso Portales in Guadalajara und Concha Llano in Barcelona. Wir unterschieden uns von den Frauenbefreiungsbewegungen der Bourgeoisie. Diese Frauen forderten aufgrund ihrer Ausbildung eine berufliche Gleichstellung mit den Männern. Wir aber wandten uns an die Frauen des Proletariats, die Arbeiterinnen ohne Schulbildung. Sie sollten ihre Unterwürfigkeit und ihren Gehorsam sowohl bei der Arbeit als auch zu Hause ablegen und lernen, eigenständige Personen zu sein. Que salieran de ese servilismo, que salieran de esa sumisión, en el trabajo, en el hogar,
que se consideraban personas adultas. Y ahí fue, tuvimos que hacer mayor énfasis. Die Eigenständigkeit der Frauen war uns sehr wichtig. Wir richteten Schulen ein, wo die Frauen lesen und schreiben lernen konnten. Ich weiß nicht, wie vielen Frauen wir das beigebracht haben. Wenn wir eine neue Ortsgruppe bildeten, richteten wir immer als erstes die Schule ein. Dort erhielten die Frauen auch Sexualerziehung. Sie wurden von Frauen unterrichtet und konnten sogar Praktika in Krankenhäusern machen. Wir machten auch Broschüren über das Verhältnis zwischen Mann und Frau, die wir auch an die Front schickten. Tausende von Broschüren. Este respeto y con respeto a la relación del hombre y la mujer que enviamos al frente, hicimos, compramos miles y miles de folletos, unos folletitos pequeños. Die Anarchisten lösen soziale Umwälzungen aus, die einzigartig in Europa sind. Der Justizminister García Oliver erlässt zum ersten Mal in Spanien ein Gesetz zur Gleichstellung von Frau und Mann. Die Gesundheitsministerin Federica Montseny verkündet ein Abtreibungsgesetz, das allerdings nur in Katalonien verabschiedet wird. Das Abtreibungsgesetz wurde zuerst in Katalonien verabschiedet und sofort umgesetzt. Die Abtreibungen wurden im Krankenhaus vorgenommen. Es erschien uns logisch und gut, eine ungewünschte Schwangerschaft abbrechen zu können. Aber bei den Ärzten stießen wir nur auf Ablehnung. Eine Schwangerschaft kann man nur bewusst erleben, wenn man etwas darüber weiß. Da die meisten Frauen aber nie etwas darüber gelesen hatten, wie sollte man von ihnen eine bewusste Schwangerschaft verlangen? Die Männer wussten natürlich erst recht nichts darüber. Die Unterstützung der rechten Rebellen durch Deutschland und Italien und die Politik der Nichteinmischung der westlichen Demokratien führen zur Niederlage der republikanischen Kräfte. Francos Heer steht vor den Toren Madrids. Die Einwohner brauchen dringend moralische Unterstützung, als sie sehen, dass die republikanische Regierung nach Valencia flieht. In diesem Moment wird Durruti zur wichtigsten Figur. Durruti wurde zum Inbegriff der Freiheit. Mit ihm wuchsen der Optimismus und die Hoffnung. Die Kolonne Durruti erleidet in unbekanntem Gebiet und aufgrund schlechter Ausrüstung schwere Verluste. Dennoch ist ihr Einsatz von entscheidender Bedeutung für die Verteidigung von Madrid. Am 20. November zog man uns von der Front ab. Man sagte uns, Durruti sei tot. Me aparto del rebaño porque no sé a dónde va. Die Beerdigung von Durruti war einzigartig in der Geschichte Barcelonas. 1,5 Millionen Menschen waren gekommen. Es war unbeschreiblich. Die Republik versucht, die Armee zu reorganisieren und ordnet die Pflichtmilitarisierung an, um den Bürgerkrieg zu gewinnen. Die Revolution gerät ins Hintertreffen. Dennoch halten die Anarchisten an ihrer Idee fest, den Faschismus zu besiegen, um eine neue Gesellschaft zu gründen. Die Kolonnen sollten militarisiert werden. Bis dahin waren wir nur Milizen gewesen und wir weigerten uns. Milizianos. Y que la iban a militarizar. Wir verabscheuten militärische Disziplin. Wir sind in den Krieg gezogen, um gegen den Faschismus zu kämpfen, aber nicht um Soldaten zu werden. Wir alle, die im Bürgerkrieg kämpften, waren gegen den Krieg und gegen den Militarismus. Wir waren überzeugte Pazifisten. Was die Effektivität angeht, sehe ich keinen Unterschied. Ob sich 100 Mann Hundertschaft nennen oder Kompanie, die Effektivität bleibt dieselbe.
Yo creo que el error primero fue hacerse... Ich glaube, es war ein Fehler, sich zu einer Armee zu formieren, anstatt weiter einen Guerillakrieg zu führen, der ja eigentlich eine spanische Erfindung ist. Wir kamen zu dem Schluss, dass wir, wenn wir zu Waffen kommen und überleben wollten, die Militarisierung akzeptieren mussten. In Katalonien gewinnen die traditionellen Parteien allmählich ihre Macht zurück, die sie am 19. Juli an das Volk und die revolutionären Organisationen verloren hatten. Die bis dahin nur ideologische Auseinandersetzung zwischen Anarchisten und Kommunisten wird im Mai 1937 durch die von den nationalistischen Parteien provozierten Ereignisse derart verschärft, dass der Krieg zum Bürgerkrieg wird. Zahlreiche Anarchisten werden eliminiert. Die POM wird verboten und ihr Generalsekretär Andrés Nin ermordet. In den ersten Tagen waren alle in Katalonien für den Anarchismus. Erst mit den Rückschlägen und den auftretenden Schwierigkeiten begann sich die Opposition zu regen und es kam zu den Maiaufständen. Artemio Aguader, Minister in der Regionalregierung, befahl der Polizei, das Fernsprechamt wieder in Besitz zu nehmen. Das aber hatte sich die CNT gesichert und die weigerte sich, es wieder herauszugeben. Das war der Anfang. In den Arbeitervierteln waren wir die absoluten Herren. Aber im Stadtzentrum war es in jeder Straße anders. Deshalb die vielen Toten. Die Kommunisten wollten unsere Anführer eiskalt auslöschen, um uns ohne Führung dastehen zu lassen. Fast hätten sie es geschafft. Es war furchtbar. Sie überfielen unsere Kameraden von hinten und brachten sie um. In San Andrés ermordeten sie 50 Mitglieder der Freiheitlichen Jugend. Um dem ein Ende zu bereiten, kamen unsere Minister García Oliver und Federica Montseny von Valencia nach Barcelona und forderten einen Waffenstillstand. Mit Erfolg. In den Kolonnen gab es eine Fraktion, die ein für alle Mal mit den Kommunisten Schluss machen wollte. Aber wir sagten, nein, es ist schon genug Blut vergossen worden. Das war ein großer Fehler. Wegen der Maiaufstände haben wir den Krieg halb verloren. Radikale Veränderungen waren eingetreten. Largo Caballero war mit seinen linken Sozialisten zurückgetreten. Die CNT hatte sich von der Regierung getrennt. Seit dem Beginn der Maiaufstände machte sich das Gefühl breit, dass wir an Stärke verloren und die Kommunisten an Macht gewonnen hätten. Und dass alle guten Waffen, die aus Russland kamen, an die Kommunisten gingen. Die Kommunisten infiltrierten die Armee, die Polizei und den militärischen Nachrichtendienst. Sie besetzten alles mit ihren Männern. Wir waren überzeugt, sie wollten Stalins Anweisung befolgen, alle Anarchisten zu eliminieren, das Kommando zu übernehmen und den Krieg für beendet zu erklären, wenn er es wollte. Aus ideologischen Gründen hatten die Kommunisten kein Interesse daran, dass die Anarchisten ihre revolutionären Maßnahmen weiter vorantrieben. Sie wollten verhindern, dass wir, wenn wir den Krieg gewinnen würden, sagen können, das ist das Werk des Anarchismus, das hat die CNT geschaffen und darauf können wir aufbauen. Es war die erste anarchistische Revolution der Welt. Aber eine Revolution, die nicht von der KP kontrolliert wurde, durfte nicht sein. Und deshalb konnten die Kommunisten derartiges nicht zulassen. Man weiß ja, was mit den Kollektiven passiert ist. Lista hat sie alle rücksichtslos und mit Waffengewalt zerschlagen. Das ist das große Paradoxon.
Die Kommunisten kamen, um mit der kommunistischen Form des Kommunismus Schluss zu machen. Lister kam und richtete ein Blutbad an, wie alle Welt weiß. Lister machte es wie die Bolschewiken in Russland, die das anarchistische Experiment, ähnlich dem in Aragon, nicht zuließen. Er steckte den Rat von Aragon ins Gefängnis und später wurden auch die Verantwortlichen der Kollektivbetriebe von Kalanda und anderen Orten inhaftiert. Trotz der Versuche der Regierung und der Kommunisten, die Kollektive zu zerschlagen, werden die meisten wieder aufgebaut und setzen ihre Arbeit fort. In Kalanda wird der 16-jährige Miguel Selma zum Verantwortlichen für das Kollektiv ernannt. Formal blieben die Ziele und die Funktionen dieselben. Und bis zum 15. März 1938 gab es keinerlei Veränderung. Während des gesamten Krieges hat sich weder die Produktionskapazität noch die Anzahl der Kollektive in Katalonien verringert. Weder der Druck der konservativen Elemente der Regionalregierung noch die Kommunisten konnten die wirtschaftliche Eigenständigkeit der CNT in Katalonien beenden. Die Revolution, in der die anarchistischen Ideen Wirklichkeit wurden, hat mit Schwierigkeiten aller Art zu kämpfen. Krieg, Rohstoffmangel, Zerstörung von Anlagen, Boykott durch den internationalen Kapitalismus, ja sogar Angriffen der republikanischen Regierung. Dennoch werden die Produktivität gesteigert und die Arbeitsbedingungen verbessert. Es gibt mehr Gleichberechtigung und die Wirtschaft arbeitet rationeller. Die Kollektive in Aragon hatten vor allem gegen eines zu kämpfen: gegen den Krieg und den Stillstand der Wirtschaft. Denn man war von den Katalanen abhängig. Wenn sie Geld geben wollten, gaben sie es. Wenn nicht, gaben sie keins. Allein, dass man um Unterstützung bitten musste, war schlimm. Vor allem für jemanden aus Aragon. Alle diese Hindernisse, ganz zu schweigen von der Politik in Madrid. Keine Zeitung außer den CNT-Organen berichtete je etwas Positives über die Revolution der CNT oder die Kollektive. Nie. Der Anarchismus hatte schon immer eine schlechte Presse. In 3 Jahren kann man nicht viel erreichen, erst recht nicht, wenn Krieg herrscht. Wir mussten mit dem zurechtkommen, was es gab. Wir hatten nichts. Es gab keine Rohstoffe, es herrschte Unsicherheit wegen der Bombardierungen. Dem Volk ging es schlecht. Ich sage nicht, dass es nie Streit gab. Aber insgesamt ist der freiheitliche Kommunismus für mich der einzige Weg, damit die Menschheit gut leben kann. Anders funktioniert es nicht. Und wir haben bewiesen, dass man weder die Guardia Civil, noch die Reichen, noch die Kirche braucht, um gut zu leben. Das sind die einzigen Kräfte, die den Wohlstand verhindern. Denn der einzige Wohlstand, den es gibt, ist die Arbeit. Das Schlimme ist, dass wir trotz aller Fehler nicht weitergemacht haben. Denn als die Eigentümer der Fabriken zurückkehrten, fanden sie alles in einem besseren Zustand vor, als sie es verlassen hatten. Und die Produktion hatte sich verdoppelt. Als der Krieg vorbei war und man in der Gießerei Cancirona Bilanz zog, stellten die Besitzer überrascht fest, dass viel mehr Kapital erwirtschaftet worden war als vor dem Krieg. Denn es waren Maschinen, Werkzeuge und elektrische Öfen für spezielle Legierungen importiert worden. Aber die Frankisten demolierten die neuen Maschinen. Nichts blieb übrig. Alles wurde zerstört, weil es Errungenschaften der Republik und der Arbeiter waren, die die Firma Cancirona verwaltet und geleitet hatten. Wir wussten sehr wohl, dass die westlichen Demokratien nicht wollten, dass wir gewinnen. Aber unsere Leidenschaft trieb uns an. Wir wollten weitermachen, solange wir konnten. Als dann das Ende kam, von dem wir wussten, dass es kommen würde, war es sehr schwer für uns, es zu akzeptieren.
Es war sehr schmerzhaft. Wir verloren nicht nur unser Vaterland, sondern auch unsere Ideale. Und wir wussten, es ist für immer. Muy doloroso, porque no solo perdíamos la patria, perdíamos nuestros ideales y sabíamos que para siempre. La lucha ya se fue perdiendo. Der Kampf war schon fast verloren. Wir waren auf dem Rückzug in La Seo de Urgel. Dort erfuhren wir, dass Barcelona gefallen war. Mein Vater rief bei der CNT-FAI in Barcelona an und eine Stimme antwortete: Viva España, viva Franco. Das war wohl das einzige Mal, dass ich meinen Vater weinen sah. Es war ein sehr bewegender Moment für uns alle. Ya comprendí. Yo creo que aquel fue un momento muy emocionante para los que estábamos allí. Si subieron los heridos con bonitas ambulancias y los rojos. Die Verletzten brachte man hinauf, wie es eben ging. Die Roten kümmerten sich liebevoll um ihre Brüder. Oh, dieser Schmerz. Oh, diese Wunde bringt mich um. Ein anderer sagte vor Kälte zitternd zu seinem Kameraden: Ich sterbe. Der Schnee ist zu kalt. Nos dijeron que la guerra había terminado. Man sagte uns, der Krieg sei vorbei. Wer mit der Herrschaft Francos nicht einverstanden sei, könne ins Ausland gehen. Die Häfen von Valencia und Alicante seien offen. Aber weder aus der kommunistischen noch aus der republikanischen Zone durfte man ausreisen. Wir wurden alle gefangen genommen und nach Albatera ins Lager gebracht. Die Bedingungen in dem Lager waren grausam und unmenschlich. Wer nicht selbst in so einem Lager gesessen hat, kann sich nicht vorstellen, welche Grausamkeiten wir erlitten haben. Hunger, Misshandlungen, Schläge. Las barbaridades que allí lleguemos a sufrir. El hambre, el maltrato, los palos que nos llegaron a pegar, aquello no lo sabe más que los que estuvimos allí. Manchmal frage ich mich, ob es all das wert war, den Schmerz, die Opfer, das Leid. Aber dann sage ich mir, dass wir der Welt eine Lektion erteilt haben. Denn wir haben bewiesen, dass man auch ohne eine Regierung leben kann. Die Kollektivbetriebe funktionierten, alles funktionierte auf der Grundlage des gegenseitigen Einverständnisses. Die 3 Monate, die ich im Kollektiv gelebt habe, waren die glücklichsten meines Lebens. Denn ich musste mich um nichts sorgen. Geld, wozu? Es waren die intensivsten Jahre meines Lebens. Ich habe gelernt, was Brüderlichkeit bedeutet, Selbstlosigkeit, Opferbereitschaft und Solidarität. Die mit mir gekämpft haben und dieselben Ideen verfolgt haben, waren wie Brüder für mich. Der Anarchismus ist mein Ideal und für seine Ideale muss man kämpfen. Man braucht im Leben eine Illusion, eine Utopie. Das kann wie Poesie sein. Le cantao a casi todo lo que me ha dado que pensar. Le cantao a casi todo y ahora le voy a cantar la que nunca existió, la paloma. Den Mutigen gehört die Zukunft. Wenn wir nicht mehr träumen können, sterben wir, sagt Emma Goldman. Und sie hat recht.